Achtung, geänderte E-Mail-Adresse. Der Empfänger kann seine Post unter der gewählten Adresse nicht mehr aufrufen. Neue E-Mails im Posteingang werden automatisch gelöscht. Für Rückfragen steht der Systemmanager gerne zur Verfügung. Hallo Leo. Hast du zufällig neue Mieter in deiner Wohnung auf Top 15? Für den Fall, dass du noch in Boston bist, wundere dich nicht über die Stromrechnung. Die haben die ganze Nacht das Licht an. Schönen Abend, schönes Leben, Emmy. Achtung, geänderte E-Mail-Adresse. Liebe Emmy, dein Gespür ist verblüffend. Ich bin nicht einmal seit einer Woche im Lande. Was den Strom betrifft, den verbrauche ich selbst. Emmy, ich wünsche dir... Was wünsche ich dir nach so langer Zeit? Am besten, wenn auch 5 Monate verfrüht, vor Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, dir geht's gut. Mindestens 2-mal so gut wie mir. Adieu, Leo. Ich sein kann, dass du mich erst ab 3,8 Promille attraktiv findest. Worauf ich sagte, Whisky. Leo ist so ein Mann, der wird einer Frau nie ins Gesicht sagen, dass sie ihm gefällt. Das wäre viel zu plump. Worauf er sagte, zu Pamela hat es bestimmt schon 1000 Mal gesagt. Worauf ich ihn vernichtet habe. Und jetzt gehe ich schlafen. Und verkauft. Mein Ehemann und mein virtueller Liebhaber haben hinter meinem Rücken einen Pakt geschlossen. Wenn mich der eine einmal leibhaftig spüren will, dann drückt der andere ausnahmsweise ein Auge zu. Wenn der eine dafür immer verschwindet, darf mich der andere für immer behalten. Der eine gibt mich wie ein Fundstück an meinem Ehemann, meinen rechtmäßigen Besitzer zurück. Der andere gönnt mir dafür die leibhaftige Begegnung, quasi ein sexuelles Abenteuer als Finderlohn. Korrekte Teilung, perfekte Trennung, perfider Plan! Die debile Emmy? Fährt nie ein Sterbenswörtchen davon. Vernunftpartnerschaften aufbauen, vernachlässigen und wieder neu anfangen. Aber ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich will das nicht. Ich habe sie nämlich noch immer, die Alles-Illusion. Pamela liebt mich. Das Problem ist nur, sie fühlt sich hier nicht wohl. Also habe ich vor ein paar Tagen 2 Flugtickets gekauft und sie damit überrascht. Und seitdem ist sie wie verwandelt, als würde sie unter Glücksdrogen stehen. Ihr Glückszustand motiviert mich und ich will, dass sie mich weiter so ansieht, wie sie mich seit Tagen ansieht. Sie sieht mich an wie einen Mann, der die Fähigkeit besitzt, ihr alles zu geben. Pamela und ich haben Schluss gemacht. Sie fliegt am Montag alleine nach Boston. Das ist alles. Das kann nicht alles gewesen sein. Es kann doch nicht plötzlich alles gewesen sein. Und es war viel leichter, in das zweite Stück reinzukommen im Vergleich zu Gut gegen Nordwind 1. Man muss sich ja mit der Situation anfreunden, dass man seinem Partner nie ins Gesicht schauen darf. Weil wir sehen uns ja de facto das ganze Stück nicht. Und das war beim ersten Mal noch eine total ungewohnte Situation, auf der Bühne zu agieren, auf den Partner zu reagieren, aber ihn nicht anzuschauen. Und jetzt war das irgendwie schon so ganz selbstverständlich, oder? Wir sind wieder in unsere alten Wohnungen eingezogen. Stimmt, ja. Es hat sich voll vertraut angefühlt. Also, wir spielen im Sommer dann noch einmal den ersten Teil, also Gut gegen Nordwind, hier in der Komödie am Quai, im August, glaube ich. Gell? Mhm. Also, wer, wem der zweite Teil Lust macht, zu wissen, wie es angefangen hat, der... Der kann sich den ersten oder auch beide Teile dann im Sommer nochmal anschauen. Auch der zweite Teil wird nochmal wieder aufgenommen. Genau. Also wir werden den ersten und den zweiten Teil wieder aufnehmen und einige Zeit lang hier spielen. Und wir freuen uns, wenn ihr da seid. Genau, dann kommen diverse Abstecher und dann...
freuen wir uns, dass wir auch auf einer anderen Bühne gemeinsam spielen dürfen werden. Die Bühne lässt sich schwer benennen, nein, es ist eine Produktion der Schaubühne Wien, die wird im Vindobona Premiere feiern, spielt dann aber auch im Theatercenter Forum und tourt dann durch Österreich. Deswegen ist es schwer, eine Bühne zu nennen. Drum kommen Sie zu uns, wir laden Sie ein. Wir wollen Sie berühren und verzaubern, zum Denken anregen, in die Welt gemeinsam schauen, damit wir es nicht eines Tages bedauern. Die Stücke sind neu und die Bandbreite groß, die Kunst ist so wichtig für die Seele. Und haben Sie zur nächsten Premiere, die uns bevorsteht und zu der Sie hoffentlich alle kommen. Ich sage bei diesem Stück wirklich mit dem Titel Achtsam morden am 9. Mai. Ich würde sagen, Sie kommen in einer der ersten Vorstellungen, weil ich glaube, es wird Ihnen so gut gefallen, dass Sie sich ein zweites Mal anschauen müssen. Und da sollten Sie einfach nicht zu spät anfangen damit. Es ist wirklich eine unglaublich tolle Geschichte, die sich der Rechtsanwalt Carsten Dusch erdacht hat. Sehr erkenntnisreich natürlich. Und Bernd Schmidt hat das kongenial in ein Theaterstück umgesetzt, mit wahnsinnig vielen Rollen. Und wir haben ein super spielfreudiges Ensemble. Eva-Christina Binder, Robert Kohler in zig, zig, zig Rollen. Niki Neiss hat das super fantasievoll inszeniert. Ich schaue jetzt schon mal, ob ich dann auch vielleicht noch ein paar Bilder bekomme. Also das ist dieses Bild, ich habe die Freude in diesem Stück, einen Achtsamkeitscoach zu geben. Das ist wirklich eine optimale Aufgabe für mich, weil ich mir diese Sinnsätze jetzt täglich vorsagen kann. Man hat es ja oft schon ein bisschen stressig als Theaterdirektorin und jetzt habe ich sozusagen meine eigene Therapie während des Theaterstücks. Also ich finde das total gut. Wirklich. Also ich muss jetzt nur manches noch ein bisschen mehr verinnerlichen, aber ich habe ja dann knapp 3 Wochen bei den Aufführungen, also ich glaube, das wird schon werden. Und ich kann es Ihnen auch nur wirklich empfehlen. Technik können wir vielleicht noch ein paar schöne Bilder von unseren Gaunern und weiteren. Also das zum Beispiel, was ich da jetzt sehe, das ist Eva-Christina Binder als Tochter des Anwalts. Der Anwalt wird gespielt von Markus Strahl, Björn Diemel, ein am Burnout dahin lavierender Anwalt, der von seiner Frau den Auftrag bekommt, endlich zu einem Achtsamkeitscoach zu gehen, damit er ja, in der Ehe endlich wieder mal ein bisschen brauchbar wird. Und der dehnt das dann halt jetzt auf seine beruflichen Schwierigkeiten aus und die sind mannigfach, denn er ist der Anwalt für einige Unterweltmandanten. Und ja, da haben wir zum Beispiel schon den Supergauner Dragan, gespielt von Robert Kohler. Also ich will ihn jetzt ein bisschen Guster machen, es ist wirklich unglaublich, was er da auf die Bühne zaubern. Ich glaube, es gibt dann auch noch den Toni. Ja, bitte, ist er nicht? Also, ja, die sind natürlich in allerlei verstrickt und es ist ein Stück, wo natürlich, ich meine, der Titel sagt schon, achtsam morden. Ja, ja, es wird auch gemordet. Ja. Aber lassen Sie sich nicht abschrecken davon, weil das ist wirklich, also vor allem bei der Aufführung ist das sozusagen. Das Zweite, was ich Ihnen so mitgebe, ist natürlich eine Krimi-Komödie. Sie müssen und können auch gerne viel mitdenken, deswegen sage ich, schauen Sie sich ein zweites Mal an. Also da ist schon ganz viel drinnen, an bösem, schwarzem Humor. Aber wir spielen es nicht so grausam, wie es in der Realität wäre. Denn mir geht es eigentlich darum, dass man sieht wieder mal, wie das alles in der Gesellschaft verknüpft ist. Und dass es wirklich so rasend gescheit macht, dass ich es nur jedem ans Herz legen kann. Und man kann aber auch trotzdem wunderbar lachen. Ja, das ist Boris. Also wir haben, um nochmal zurückzukommen auf mein Entree sozusagen, Sie werden auch jede Menge Akzente hören. Alles Mögliche ist da vertreten. Ja, 9. Mai bis 27. Eine wirklich tolle Geschichte. Und
Ich freue mich schon sehr drauf. Also inspiriert hat mich Gerhard Brommer letztes Jahr schon, also vorletztes Jahr schon, weil ich letztes Jahr wäre er 100 geworden. Und nachdem ich ja mit ihm 96 bis 98 drei Jahre lang ein Programm machen durfte und er mein Freund war, es hat mich halt auch ein paar Mal sehr gerissen gehabt, aber ja, so ist es heute so. Ja, nein, ich habe natürlich viel über Gerhard Bronner gehört und habe noch kein Programm machen dürfen mit dem Gerhard Bronner, aber der René hat mir viel erzählt von ihm und es ist ein fantastischer Mensch, ich habe viel gelesen über ihn und natürlich auch im Fernsehen schon gesehen und also es ist eine Freude, diese Lieder und alles, was er komponiert hat, getextet hat, es ist eine Freude, das zu singen und zu sprechen. Ein kleines, gemütliches Vorspielprogramm. Das habe ich da neulich entdeckt. Fauteuils, Packersaft und Klavier, Kapital und Krachhaus, so heißt man mir singen. Mit ihm als Erzähler, als gleichzeitiger Pianist, einen Abend mit dem Titel Ui, Jesus, nur nicht schlagen. Ja, damals sang auch noch Anita Amersfeld diverse Soli und Duette mit, und von Gerhard Bronner ausgesucht, von ihm auch begleitet, weil ich immer behauptete, Autodidakt zu sein. Mein Gott, ich würde so gern so gut Klavier spielen, wie er es kommt. Ja, und heute bin ich dabei und ich freue mich, Ihnen einige Werke von Gerhard Bronner näher zu bringen, Werke aus seiner Feder, als auch Werke von Dichtern, Komponisten etc., welche er sehr schätzte. Das erste Lied, das Sie jetzt bereits gehört haben, mein kleiner Café in Hanois, war auch das erste Lied in dem ursprünglichen Programm Ui, Jesus, noch nicht schlagen. Noch mit Gerhard Bronner. Ja, apropos, die Rutzpe hatte er schon als 15-jähriger Schulbub. Da musste er in der Schule einen Aufsatz schreiben. Die Lehrerin hatte gesagt, wir haben eine Stunde Zeit. Der Titel dieses Aufsatzes ist Zu spät. Zu spät war der Titel. Nach einer Viertelstunde, also Viertelzehn, schrieb Gerhard Bronner in dem Aufsatz, es ist jetzt eine Viertelstunde vergangen, mir fällt nichts ein. Nach einer halben Stunde schrieb er, jetzt ist es schon 9:30, mir fällt immer noch nichts ein. Viertel vor zehn schrieb er, es ist schon 9:45, ich fürchte, es könnte zu spät sein. Fünf Minuten vor der Abgabe schrieb er, ja, es ist jetzt 5 Minuten davor, zu spät. Man soll es nicht glauben, er erhielt von der Lehrerin ein sehr gut für diesen Aufsatz. Und sowas nennt man eben Chutzpes. Sonniger Tag, wundiger Tag, klopfendes Herz und der Motoreinschlag, lachendes Ziel, lachender Start und eine herrliche Fahrt. Rom und Madrid nahmen wir mit, so ging das Leben im Trommel zu dritt, über das Meer, über das Land, haben wir eines erkannt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was
René, der nicht nur singen, sondern auch denken kann, trotz Tenor. R.H.B. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Zur Uraufführung heute. Sonst sperrt man die Post auch noch zu.
Ja, die bleibt da oben. Du kennst sowieso immer noch alles auch. Da geht's mir gleich im Heim los. Aber du warst noch nie in einem Heim. Ober in Gefangenschaft und die Franzosen. Ja, die war ruhig jetzt bitte. Ja. Ja, wo sitzt da denn das? Das Muttertagsgeschenk, das siehst du. Wer hat denn Geburtstag? Niemand! Na, der wird sie um. Herzlich willkommen, wir sind heute in Schwechat, aber ganz woanders. Ihr seht es nicht, mir ist der Reini Nowak und heute bei Muttertag. Ja, also gespielt haben wir Muttertag. Also. Ja, genau. Also nicht am Muttertag, er spielt Muttertag. Also wir haben, ja genau, wir haben jetzt am Muttertag wieder aufgeführt, also das Theater vor allem Schwechat. Ist er mich herangetreten, oder besser gesagt der Andi Hallwerks, der Regie macht, ob ich denn das spielen möchte. Habe ich gefragt, was, wieso, jetzt, wer spielt noch mit, spielt der andere auch mit. Und er gemeint, nein, nur du. Und da haben wir gedacht, ja, warum nicht? Das ist eine lustige Herausforderung. Und ja, nach so vielen Jahren wieder dieselben Rollen zu spielen. Und ich habe auch gefragt, mal kurz überlegt, ob ich vielleicht wen anderen spiele. Also, es hat ja jeder den Part übernommen, ja. Und hat dann alle Rollen übernommen, auch vom Roland. Also der Hubert spielt alle Rollen vom Roland. Und mal kurz überlegt, ob ich vielleicht den Großvater spiele. Aber dann, oh, nein, ich spiele alle Rollen. Edwin, das ist meine Rollen. Und außerdem muss ich vielleicht nicht so viel lernen. Was aber ein Irrtum war, ich habe trotzdem den Text lernen müssen. Also ich habe mir nicht gemerkt über 30 Jahre lang. Ich sag's gleich, er weiß nicht. Ja, ganz sicher nicht. Wunderbar interpretiert, wunderbar nachgespielt, nein, besser gemacht sogar. Oh ja, doch, weil ich kenne den Film schon lange Jahre, ich kenne das Theaterstückel vorher, herrlich. Ja. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Ja, gefragt haben sie mich. Also ich bin nicht auf die Idee gekommen. Wir haben es gefragt, ob ich mitspiele. Sag ich, ja, sowieso, sofort. Ja. Ja. Macht uns ist nicht Spaß, oder? Ja, total. Also, total. Also, es macht mir auch immer noch Spaß zum Anschauen, ehrlich gesagt. Also, es wird immer lustiger, je öfter man den Film sieht. Andreas, wie seid ihr auf die Idee gekommen, Muttertag? Also die Idee stammt vom Haus natürlich, und dann haben wir uns alle zusammengerufen und haben gesagt, machen wir das nicht, weil das Vorbild ist groß. Richtig. Also vom Film her, aber auch schon vom Stück her, und dann haben wir gesagt, warum sollen wir es eigentlich nicht machen? Und jetzt bin ich froh, dass wir es gemacht haben, weil es funktioniert hervorragend und die Besetzung stimmt auf den Punkt und es ist wirklich lustig geworden und bitter, bitter böse. Ja, so wie halt wir Wiener sind, nicht? Lustig und böse. Das habe ich jetzt vor kurzem gesagt, ich glaube im Osten von Österreich, ich bin ein Burgenländer, da funktioniert das genauso. Ja, das ist halt einfach die österreichische Seele. Wir lachen halt dann. Ich habe Schweizer Freunde, die haben auch Hundstage zum Beispiel gesehen und auch das, die finden das überhaupt nicht, die finden den Witz nicht. Ja, ja, ist klar. Aber wir finden, der Witz liegt ja zwischen den Zeilen und man spürt das, weil man das so gut kennt.
es nicht durch diese Tür hinausgehen kann, bin ich frei. Sobald ich aber aufstehe und hinausgehe, habe ich bereits gewählt, die Möglichkeit meines Verhaltens eingeschränkt, mich zum Gefangenen meiner Handlungen gemacht und die Freiheit verloren. Aber hier zu sitzen, nicht hinauszugehen, das ist doch der Ausdruck einer Scheidung. Nein!